Wir erleben derzeit einen Wechsel von Growth zu Value, deswegen der Dow Jones mit dem besten Monat seit 1976, auch nach guten Zahlen von Caterpillar und wie sie alle heißen, während die Tech-Werte so ein bisschen zurückbleiben. Und die Frage ist, ist das jetzt wirklich etwas Nachhaltiges oder werden wir da bald mal einen Gegenschlag sehen? Und ich denke, wir werden bald einen Gegenschlag sehen. Das heißt, es könnte jetzt langsam ein guter Zeitpunkt sein, mal wieder zu wechseln. Raus aus den sehr, sehr gut gelaufenen Value-Aktien, rein in die weniger gut gelaufenen Growth-Aktien. Warum das so ist, will ich in diesem Video zeigen, denn wir wollen uns mal das allgemeine Börsenumfeld anschauen. Hier sehen wir es nochmal, Dow Jones, bester Monat seit 1976, 14,4% ist er gestiegen, der zweitbeste Monat seit 1936 und der beste Oktober, den der Dow Jones jemals hat absolvieren können. Erstaunlich eigentlich in diesem Umfeld steigender Zinsen. Und das genau ist die Krux. Normalerweise, wenn Zinsen steigen, dann ist das ungut für Tech-Werte, dagegen weniger schlecht für Value-Werte. Das erklärt vielleicht diese Bewegung, die wir hier gesehen haben. Und schauen wir uns mal die verschiedenen Werte an. Jetzt im Dow Jones im letzten Monat Caterpillar mit über 32%, Chevron Ölwert. Energie ja auch ein großes Thema, dazu gehört Honeywell dann ein Stück weit auch. Dann Banken wie JP Morgan oder auch Goldman Sachs, die vorne mit dabei sind, Visa und so weiter und so fort. Also Banken sehen wir hier, wir sehen Energie, wir sehen alles, was eben Value ist im klassischen Sinne. Das ist derzeit wirklich en vogue. Nur Microsoft und Verizon, zwei Aktien sind im Minus, sonst keine Aktie unter 6% im Plus. Also eine erstaunliche Entwicklung. Hier sehen wir mal den Dow Jones, der jetzt ja gut 4000 Punkte mal am Stück mehr oder weniger machen konnte mit zwei kleinen Zwischenkorrektürchen. Also da ist viel gelaufen seit jetzt dem Tief, das wir Mitte Oktober gesehen haben in diesem Chart von Capital.com. Also da ist richtig Feuer drin und das Feuer dieser Erholung kommt jetzt zumindest nicht vielleicht von einem Pivot der Fed, sondern also praktisch einer Wende der FED, sondern ein bisschen langsamer, so hofft man, wird die FED vorgehen, ausgehend von einem Artikel von Nick Timiraos im Wall Street Journal, wonach die FED vielleicht ein bisschen langsamer jetzt vorgehen könnte. Also eine Pause werden die wahrscheinlich nicht machen, so sagt man sich, man wird jetzt auf jeden Fall nochmal die Zinsen anheben, dazu gleich mehr. Dennoch, wir sehen ja den schnellsten Zinsanhebungszyklus in der Geschichte. Das dürfte jetzt durch einen großen Zinsschritt am Mittwoch noch mal praktisch steiler werden, hier diese Kurve bei dem Jahr 2022, was wir hier sehen. 100% Wahrscheinlichkeit von den Märkten eingepreist, dass die Fed morgen dann 75 Basispunkte anheben wird und sogar 40%, dass es nochmal 75 Basispunkte sein werden. Die Konsenserwartung eher Richtung 50 Basispunkte bei der Fed. Die Frage ist, und das hatte ich gestern angesprochen, was kommt da für eine Message? Vor allem von Jerome Powell, aber interessant ist, wie sich jetzt die Dinge entwickeln. Und ich will Ihnen mal ein paar Dinge zeigen, die auch die Fed sehen müsste und die sie ziemlich nachdenklich stimmen dürfte. Zunächst mal haben wir heute um 15 Uhr deutscher Zeit, 15 Uhr, weil ja wir schon die Uhr umgestellt haben, die Amis nicht, den ISM Einkaufsmanager Index verarbeitendes Gewerbe, extrem beachtet in den USA. Heute die Prognose 50,0. Es ist aber, und davon gehe ich ziemlich fest aus, zu erwarten, dass dieser Wert unter die Marke von 50 fallen wird. Das ist sozusagen das Signal dann auch für den Durchschnittsamerikaner an der Wall Street. Okay, hier ist etwas im Argen, die Wirtschaft schrumpft wirklich. Die anderen Einkaufsmanager-Indizes von S&P Global haben das ja schon gezeigt, dass wir faktisch eine schrumpfende Wirtschaft haben. Das wird angezeigt auch hier durch die Inversion der Zinskurve der dreimonatigen und zehnjährigen US-Staatsanleihe. Warum haben wir bald eine Rezession? Weil natürlich diese schnellen Zinsanhebungen zu einem Zinsschock geführt haben. Hier beispielsweise mal im Bereich Housing, wenn jemand also ein bestehendes Haus kauft, kein Neubau, sondern ein gebrauchtes Haus in Anführungszeichen kauft, dann hat er vor einem Jahr dafür noch monatlich durchschnittlich eine Belastung von $745 gehabt. Jetzt hat er ein Jahr später $1816 Belastung. Was passiert also? Der Hausmarkt kühlt deutlich und sehr, sehr schnell ab. Das ist das, was wir sehen. Aber vor allem geraten auch durch diesen Zinsschock viele kleine Firmen in Schwierigkeiten. Nach einer neuen Umfrage haben 37% der kleinen Firmen, das sind meistens Firmen,
so bis 15 Leute um und bei, haben Schwierigkeiten, ihre monatliche Miete zu bezahlen für ihre Geschäftsräume. Das muss man sich mal vorstellen, das ist mehr als ein Drittel. Auf der anderen Seite sehen wir, dass die Mieten in den USA bereits fallen. Ich hatte es gestern angesprochen, 0,8% im Oktober, größter Rückgang seit Datenerhebung. Die Geschwindigkeit, mit der es da nach unten geht, die ist wirklich enorm, die ist wirklich außergewöhnlich. Das sehen wir dann auch bei den Verkäufen, bei den anstehenden Hausverkäufen in den USA. Da haben wir jetzt einen Rückgang von 35%, größter Rückgang seit Oktober 2015, wobei bei knapp 8% der Häuser die Preise gesenkt wurden. Kann man ja im Internet gucken, vorher, was weiß ich, $380.000, dann $360.000 etc. Also wir sehen, dieser Abschwung, der ist enorm. Und wir haben auch, wie JP Morgan richtig hier erkennt, wirklich stark nachlassende Inflationsdynamiken. Wir sehen oben in dieser Grafik die Anzahl der Firmen, die sagt, wir wollen unsere Preise in nächster Zeit erhöhen, geht deutlich nach unten, nachdem wir das vorher so massiv nach oben haben schießen sehen. In der unteren Grafik sehen wir, wie viele Unternehmen planen, die Löhne anzuheben für ihre Mitarbeiter, auch stark rückläufig. Deswegen sagt JP Morgan zu Recht, die Disinflationsphase hat bereits begonnen. Das gilt vor allem für die USA, muss man immer wieder sagen. Bond Yields, also die Anleiherenditen, haben wahrscheinlich gepiekt und wir werden relativ zeitnah schon im ersten Quartal deutlich niedrige Kerninflationsraten sehen, eben weil diese so wichtige Komponente Shelter, die für ein Drittel der Berechnung steht, bald wohl deutlich nach unten kommen sollte. Dann gibt es noch andere Kategorien, etwa Retail Inventories to Sales Ratio, also praktisch Lagerhaltung zu Abverkäufen, zu Verkaufen. Wie viel haben also die Unternehmen auf Lager? Und wir sehen, das ist deutlich nach unten gegangen und geht nach unten, während eben hier die Inflation verspätet dann normalerweise auf diese Trends reagiert. Das sehen wir hier in dieser Grafik wunderbar. Also auch von der Seite. Viele Unternehmen werden jetzt im Weihnachtsgeschäft Sonderangebote raushauen in den USA wie auch in Europa. Das dürfte da zunächst mal einen disinflationären Effekt haben. Also es gibt viele Anzeichen, dass die Inflation bereits gepiekt hat. Die Frage ist nur, nimmt die Fed es jetzt wahr? Oder sagt sie, oh, wir haben so viel Angst um unsere Glaubwürdigkeit, wir hauen jetzt wieder eine hawkische Message raus, egal wie die Zahlen wirklich sind. Das ist die große Frage, der politische Druck, das hatte ich gestern im Marktgeflüster versucht zu zeigen, in Reaktion auf einen liebenswerten Kollegen. Die ist auf jeden Fall so, dass dieser politische Druck relativ hoch ist, gerade seitens der Demokraten. Junge, mach mal ein bisschen lockerer, damit die Leute nicht erst unter Inflation leiden und dann noch ihre Jobs verlieren. Aber es kommt noch hinzu, der Stress am Anleihemarkt. Hier jetzt mit der Aussage, wenn der Treasury-Markt, also der amerikanische Anleihemarkt, nicht funktioniert, dann funktioniert gar nichts mehr. Das ist ein Hinweis, dass man sich da durchaus Sorgen macht. Das liegt auch an den Japanern, dazu gleich mal mehr. Wir hatten jetzt das schlechteste Jahr für US-Staatsanleihen seit dem Jahr 1788. Da kann ich mich noch ganz dunkel erinnern, da war ich noch ganz jung. Da 1788, ganz schlechtes Anleihejahr. Und dann ist allerdings 1789, ging es dann genau in die andere Richtung, wie wir hier sehen, maßgebliche Ausschläge. Das war dann das Jahr schlechthin. Für Anleihen ist schon ein bisschen zeitlich hier, meine Damen und Herren, zugegeben. Aber wir haben Stress am Anleihemarkt, Liquiditätsprobleme am Anleihemarkt, sodass der amerikanische Staat möglicherweise eingreifen muss, um Anleihen zu kaufen, um die Liquidität sicherzustellen. Und jetzt kommt auch noch mal hinzu, dass die Geldmenge immer weiter abnimmt, nämlich die Geldmenge M2. Wir haben jetzt die September-Daten bekommen, minus 0,6 zum Vormonat. Das ist jetzt, in den letzten 4 Monaten ist 3-mal die Geldmenge zurückgegangen. Dieser Trend ist auch gebrochen und die Anstiege der Geldmenge M2 haben diese hohe Inflation angekündigt in den USA. Deswegen war ich mir relativ früh sicher, dass diese Inflation relativ heftig werden wird in den USA und woanders auch. Ja, aber die Märkte haben damals noch so ein bisschen gepennt und haben dieses Mantra von Paul und Co. geglaubt, dass da also diese Geschichte schon irgendwie ganz bald vorüber sei. Jetzt ist eben die Frage, ist das Ende der Zinsanhebungen nahe? Das ist sowohl die Frage für die Märkte insgesamt als auch für die Frage Value gegen Growth. Dass da viel passieren wird an den Märkten, ist sehr wahrscheinlich morgen mit der FED-Sitzung und vor allem der Pressekonferenz von Paul. Jetzt sagt FOMC could send stocks up 10%. Also die könnten 10% steigen oder 8% fallen, je nachdem wie hawkisch oder dovish
die Botschaft von Jeromy Powell sein wird und darauf wird es wirklich ankommen. Hier sehen wir mal die technische Ausgangssituation. Wir sehen hier diesen Trendkanal, in dem sich der S&P 500 sehr, sehr sauber bewegt bisher. Wir haben jetzt 55% der Aktien über ihre 50-Tages-Linie. Das ist ein relativ hoher Wert eigentlich schon. Dennoch, wir haben saisonal eben sehr günstige Zeiten jetzt, Buyback Period beginnt wieder massiv, also die Aktienrückkäufe, wir haben saisonal eine sehr, sehr starke Zeit, aber ja, wir sind jetzt natürlich oder gehen jetzt, mal sehen, wie es jetzt heute und vor allem morgen dann noch geht, aber wir gehen mit eher starken Märkten in diese Fed-Sitzung. Schöner wäre für Bullen ein Ausverkauf vorher, Pessimismus vorher, möglicherweise. Sehen wir dann schon wieder dieses ZIP-Ding, wo das herkommt, weiß ich nicht. Möglicherweise sehen wir dann Gewinnmitnahmen auch, wenn wir jetzt noch weiter nach oben gehen. Hier eine potenzielle, ein potenzielles Szenario vor diesen wichtigen Entscheidungen. Wir haben morgen also die FED-Entscheidung, dann am Donnerstag die Bank of England, am Freitag den Jobs Report, dann haben wir am 8. November eben die Midterm Elections und dann nächste Woche dann auch CPI, also die Verbraucher. Preise, die wir da sehen. Wenn wir jetzt hier noch weiter nach oben kommen in diesen 60-Minuten-Chart, dann würden wir maßgeblich vielleicht eine negative Divergenz ausbilden. Muss man sehen. Aber wie gesagt, es ist jetzt alles möglich. Vor allem die Unterpositionierung von großen Investoren ist ein Riesenthema. Die sind zunächst mal reingegangen in Value, sind rausgegangen aus Tech. Aber wenn wir uns mal so Aktien wie Amazon anschauen, die sehen eigentlich jetzt gar nicht so schlecht aus. Da könnte was nach oben kommen. Schlecht sieht dagegen Japan aus, meine Damen und Herren. Robin Brooks weist darauf hin, dass damals alle gesagt haben, Mensch, guck mal, wie billig Japan sich verschulden kann. Und Japan ist ja extremst verschuldet. Jetzt ist diese massive Verschuldung dafür verantwortlich, dass die Japaner sich weigern, die japanische Notenbank sich weigert, mitzugehen bei diesem monetären Klimawandel, bei etwa der hawkischen Fed. Selbst die EZB muss hier ein bisschen mitlaufen. Hier sehen wir oben mal links im Chart die Verschuldung. Rechts sehen wir die Anleiherenditen. Die Japaner haben die niedrigsten Anleiherenditen. Yield Curve Control. Auf der anderen Seite die mit Abstand höchste Verschuldung. Und unten sehen wir in dieser Grafik den Yen, wie er kollabiert zum Dollar. Hier unten blau, Dollar-Yen geht immer weiter nach oben. Auf der anderen Seite sehen Sie hier in der unteren Grafik rot die Währungsreserven der Japaner. Die müssen also immer mehr Dollars aufgeben aus ihrer Währungsreserve, um den Yen zu stützen, um Yen zu kaufen. Und das tun sie in der Regel, indem sie amerikanische Staatsanleihen verkaufen. Deswegen haben wir diesen Druck auch letztendlich am amerikanischen Anleihemarkt. Die müssen praktisch Dollars generieren. Das hängt alles miteinander zusammen. Das wiederum bringt dann auch einen ohnehin schwächelnden Yuan aufgrund der schwächeren Wirtschaft in China unter Druck. Wir sehen, wie stark der Offshore-Yuan von dem Fixing der People's Bank of China abweicht. Das haben wir zuletzt eigentlich 2015 gesehen. Damals ja ein massiver Abwertungsschritt der chinesischen Notenbank. Jetzt gibt es übrigens, und das ist der Grund, warum der chinesische Aktienmarkt heute im Plus ist, Gerüchte, dass hier ein Komitee in China eingesetzt wird, wie man so ein bisschen die Corona-Politik, diese extrem harte Corona-Politik lockern könne. Auf der anderen Seite haben wir kürzlich gesehen, dass wir so viele Infektionen haben in China wie seit mehreren Monaten nicht mehr. Und kommen wir jetzt zu unserer glorreichen EZB. Jetzt hat sich die noch glorreichere Christine Lagarde in eine Fernsehsendung begeben und in Irland und gesagt, die Inflation, die kam pretty much nowhere, also die Inflation, die kam aus dem Nichts, mit der konnte keiner rechnen. Absolut richtig, ja, dies war, ne, wo die hergekommen ist, ja, manche Sachen, die kommen einfach so daher, ja, und du weißt nicht, wo kommen sie denn her, plötzlich sind sie da und da musst du damit umgehen. Das hat die EZB gemacht. Hier sehen wir mal die Inflationsprognosen der EZB mit der realen Inflation, gestern ja die neuen Zahlen bekommen, 10,7%. Die EZB hat immer wieder projiziert auf den verschiedenen Sitzungen Dezember, März, Juni und September, dass die also dann total runterknickt. Das ist bisher nicht passiert, liebe EZB, aber das ist so mit den Sachen, die plötzlich daherkommen, die verschwinden nicht so leicht. Und da musst du dir vielleicht einen Trick überlegen, wie du dir wegbekommst. Und da hat jetzt die Christine eine super Idee, die sagt, ja, wir könnten ja die Zinsen anheben, um die Inflation da, die aus nichts kam, irgendwie wegzuzaubern. Ja, und deswegen sagt sie, wir werden wahrscheinlich die Zinsen anheben, selbst wenn wir dadurch die Rezessionsrisiken
Risiken erhöhen und die seien schon relativ hoch. Also auch das wieder messerscharf analysiert. Wir können wirklich froh sein, dass wir ein solches Potenzial an der Spitze der Europäischen Notenbank haben, meine Damen und Herren. Da beneiden uns andere Währungsräume, andere Kontinente und beneiden tun uns jetzt auch viele, weil die Preise, die Strompreise am Spotmarkt zumindest massiv fallen. Wir sehen jetzt, wie stark das deutlich runtergekommen ist. Hier haben wir einen regelrechten Crash, könnte man sagen, zumindest am Spotmarkt, nicht für die zukünftigen Preise, die werden nochmal extra gehandelt. Allerdings, da wird jetzt 6,9 Cent bezahlt, den Verbrauchern wird gern mal auch über 40 Cent je Kilowattstunde berechnet. Wir hatten heute Morgen die Importpreise aus Deutschland, die überraschenderweise rückläufig waren zum Vormonat. Das hatte man sich anders erwartet. Dennoch sind wir mit plus 29,8% natürlich noch sehr, sehr hoch. Allerdings eben auch hier der Trend schon ein bisschen rückläufig. Höhere Bauzinsen, massive Sorgen über Anschlussfinanzierung, eben weil die Zinsen hier steigen. Interessanter Artikel zu der Lage bei den Immobilien. Ich spreche mit vielen Leuten aus dem Bankensektor zum Beispiel, die mit Immobilien sehr, sehr viel zu tun haben oder praktisch für die Banken da in diesem Bereich arbeiten. Die sagen, die Stimmung ist so mies wie never ever before, gerade bei Maklern, da passiert nichts, da ist es sozusagen tot, Neubau tot, weil rechnet sich nicht, geht nicht mehr, Finanzierung wird immer schwieriger. Hier sehr, sehr interessanter Artikel, höhere Bauzinsen, erste Empfehlung. Zweite Empfehlung, meine Damen und Herren, Gasspeicher voll, tiefe Preise. Europa hat ein großes Gasdilemma, es ist ein außergewöhnliches Phänomen, das uns da Probleme bereitet. Also zwei Artikelempfehlungen und wir warten natürlich alle auf die FED-Entscheidung. Das wird dann der entscheidende Trigger. Ich sage Servus und Ciao.